Das ist die Radiomaster MT12. Ob Radiomaster damit einen Gamechanger im Bereich Pistolenfernbedienung auf den Markt gebracht hat, das werden wir in diesem Video herausfinden. Hallo zusammen, wer mich noch nicht kennt, ich bin Oliver und wir schauen uns heute die Radiomaster MT12 mal etwas genauer an. Das ist die 4-in-1 Version mit HTX Software in der LBT Version. Das ist die Version, die für Europa erlaubt ist. Da gibt es ein paar kleine Restriktionen. Für mich ist das ein Sender, auf den ich schon länger gewartet habe. Wir haben einen Pistolensender mit einer Software, die auch die spektrumkompatiblen DSMX-Protokolle unterstützt. In unseren kleinen Fahrzeugen haben wir sehr viele Deltang-Empfänger verbaut und die unterstützen unter anderem eben dieses DSMX-Protokoll. Und jetzt haben wir einen Sender, der in Kombination mit der entsprechenden Software die Fahrzeuge zum Leben erweckt. Vorher habe ich mit Spektrumsendern gearbeitet. Da gab es die Restriktion, da wird maximal das DSM-2-Protokoll unterstützt und keine weiteren Funktionalität. Und jetzt mit der HTX-Software und dem 4-in-1-Modul haben wir da ein wirklich schönes Kaufargument gefunden. Dazu ist die Software noch Open Source und man kann so viel einstellen. Allerdings muss ich dazu auch sagen, muss man sich einarbeiten. Aber das ist ja bei vielen neuen Sendern so. Wenn man da was Neues hat, muss man am Anfang ein bisschen Zeit investieren und sich darüber schlau machen. Wie man die Sachen konfiguriert und einstellt, dazu werde ich ein separates Video machen. Das wird hier oben verlinkt. Sollte da jetzt noch keine Verlinkung sein, bist du mit einer der Ersten, der das Video sieht und das andere Video ist noch nicht veröffentlicht. Also am besten ein Abo dalassen, damit ihr immer über neue Videos informiert werdet. Kommen wir jetzt zur Hardware und schauen uns mal an, welche Funktionen uns hier zur Verfügung stehen. Zum einen habe ich 4 proportionale Kanäle. Gas und Lenkung ist uns bekannt und zusätzlich habe ich hier nochmal 2 Potentiometer, P1 und P2, die eine sehr gute Nullrasterung haben. Zum Beispiel für eine Seilwinde kann das verwendet werden. Im Gegensatz zur TX16 hat Radiomaster da extrem dazugelernt und man hat wirklich eine sehr gute Nullrasterung. Das heißt, man spürt wirklich, wenn das Potentiometer auf Null steht. Dann habe ich hier unten mit dem Daumen zu steuern einen 3-Positions-Schalter. Hier unten einen Taster, für den Daumen dann nochmal einen Taster und auf der Rückseite unten auch nochmal einen Taster. Wofür der allerdings verwendet finden kann, kann ich euch noch nicht sagen. Das muss die Zeit mit sich bringen. Ich habe hier unten noch eine Möglichkeit, diese Platine auszutauschen. Jetzt habe ich hier einen Analog-Joystick, der ist in 2 Richtungen bewegbar. Wird dann über die Software im Sender konfiguriert. Oder ich tausche die Platine aus und habe hier nochmal 2 Positionsschalter, falls mir die Funktionen hier nicht ausreichen. Dann habe ich hier noch was sehr Schönes. Ich habe insgesamt 5 Taster. Das sind die 4. Hier unten ist der 5. Diese Taster, das sind eigentlich Trimmer und die kann ich dann über die Software, entweder im Sender oder über die Companion-Software am Computer konfigurieren und kann die als Schalter umfunktionieren. Das zeige ich euch nachher gleich auch nochmal im Modell, wie das funktioniert. Wie man das Ganze konfiguriert, zeige ich euch in einem anderen Video. Das wird hier oben verlinkt. Wenn das Video noch nicht da ist, dann seid ihr mit eines der ersten Zuschauer für dieses Video und später einfach nochmal vorbeischauen oder ein Abo dalassen, dass ihr über neue Videos informiert werdet. Über die USB-Schnittstelle hier unten wird der Sender geladen. Und dann kommen wir hier nochmal zu einem kleinen versteckten Feld. Hier habe ich einmal einen Servoausgang. Darüber kann ich Empfänger konfigurieren und ein Firmware-Update machen über den Sender. Dann habe ich eine 3,5 mm Klinkenbuchse. Über die kann ich Kopfhörer anschließen, um dann die Audiosignale ausgegeben zu bekommen. Dann habe ich hier die USB-C-Datenschnittstelle. Da kann ich den Sender mit dem Computer verbinden und dann über die Companion-Software den Sender konfigurieren und auch editieren. Das geht allerdings erst ab der Version 2.10. Da muss man sich noch ein bisschen gedulden.
Und hier haben wir noch was sehr Interessantes. Über diese Lehrer-Schüler-Buchse kann man dann den Head-Tracker von der Brille ansteuern und dann darüber diverse Funktionen kontrollieren. Ansonsten hier vorne haben wir die Antenne, die kann man noch variieren. Dadurch wird dann die Reichweite etwas optimiert. Wem das Sendemodul, das integriert ist, also dieses 4-in-1-Modul, nicht ausreicht, der kann hier noch ein zusätzliches Modul aufstecken und dort noch weitere Protokolle als Unterstützung bekommen. RadioMaster hat hier ein paar LEDs eingebaut, eines hier oben, eines hier. Die kann man über Skripte steuern und kann dann bei diversen Funktionen oder wenn man gewisse Abläufe programmiert hat und die abruft, kann man das verändern. Das sind RGBs. Weil man das jetzt braucht, weiß ich nicht. Ich habe es jetzt mal auf blau gestellt. Mal schauen, was da die Zukunft bringt. Das Ganze braucht natürlich auch Strom. Den gibt es bei mir über einen Lithium-Ionen-Akku. Das ist der von RadioMaster, der 5000er. Der 6200er passt nicht rein. Das habe ich schon getestet. Das war leider nichts. Den hatte ich noch rumliegen. Im Lieferumfang ist das Batteriefach und dann passen dann die 18650 rein. Und darüber kann der Sender ebenfalls betrieben werden. Wichtig ist, ich blende es euch auch nochmal ein, je nachdem, was für Akkus verwendet werden, könnt ihr die direkt im Sender laden oder nicht. Da bitte drauf achten. Das wäre es jetzt eigentlich im Grunde genommen schon mal für die Hardware. Kommen wir jetzt zum Punkt. Wir schauen uns den Sender einfach mal in Funktion an. Also ich habe jetzt hier schon mal den Lader ausgewählt. Den kleinen machen wir jetzt mal an. Die Grundfunktion muss ich euch ja glaube ich nicht sagen. Wir haben eine Lenkfunktion und die Gasfunktion können wie gesagt über die Edge-Software, der Edge-TX-Software komplett frei konfiguriert werden. Jetzt haben wir allerdings hier das Feature. Ich habe jetzt hier unten einen Taster. Der ist jetzt eigentlich ein Trimmer, womit ich die Kanäle trimmen kann. Und ich habe jetzt hier Blinker 1 geht und Blinker links geht auch. So, das heißt, ich habe den jetzt schon umkonfiguriert, den Trimmer zu einem Taster. Wie das geht, wie gesagt, kommt im anderen Video. Dann haben wir hier unten noch einen Taster, den habe ich als Memory-Schalter umprogrammiert. Und wenn ich jetzt hier kurz drauf drücke, zack, ist das Licht an. Die Position wird gehalten, drücke ich nochmal drauf, ist das Licht wieder aus. Die Funktion ist nicht im Daytime programmiert, sondern im Sender. Denn das haben viele schon anmoniert. Bei der Daytime-Empfänger mit der Version 5.20 wird das Licht nicht mehr über einen Taster gemacht, sondern über einen Schalter. Das ist ein sehr guter Vorteil. Wie gesagt, wie das geht, zeige ich euch dann noch in einem anderen Video. Und jetzt haben wir hier ein paar Fahrfunktionen. Nimmt sich nichts mit den ganzen anderen Pistolensendern, die wir bis jetzt hatten. Das wäre jetzt mal das erste Modell. Mal kurz und knapp beschrieben, dass ihr auch seht, wie der Sender funktioniert. Jetzt machen wir das Ganze mal noch mit einem Rennpark. Stellt das mal in die Mitte. So, das kann man gut sehen. Ihr seht, ich habe schon ein paar Sachen vorkonfiguriert. Machen wir jetzt hier mal den Sascha Lenz. Legt den Sender auch mal wieder hin. Seht ihr das? Ganz normal in Fahrfunktion. Funktionieren. Und hier habe ich jetzt zum Beispiel Folgendes gemacht. Ich habe das Licht und dieses Flackerlicht, was ihr gleich seht, das ist ein Kanal. Jetzt hat man aber beim Fahren das Problem, Lichthupe möchte man geben. Das ist hier unten. Das seht ihr jetzt auch. So, und jetzt habe ich das Licht auf einen Taster gestellt. Und das ist ebenfalls mit der Memory-Funktion. Das heißt, ich habe einen Kanal gesplittet. Die eine Funktion mache ich unten über einen Taster und die zweite Funktion geht oben über einen ehemaligen Trimmer. Wen es interessiert, das sind die Renntrucks, mit denen wir auf Messen und Ausstellungen immer unsere Rennen fahren. Leider Transponder ist drauf. Ich verlinke den mal hier oben, halt so rum, da oben den Link, wie man so ein Fahrzeug baut. Und vielleicht sehen wir uns ja dann schon auf der nächsten Messe bei einem packenden Duell. Vorhin hatte ich ja schon erwähnt, dass die 4-in-1 Version in Kombination mit der Edge-TX Software eine Vielzahl von Protokollen unterstützt. Unter anderem ist das auch das FR-Sky Protokoll.
Es gibt Empfänger, die dieses Protokoll in der Zwischenzeit unterstützen. Hier habe ich mal zwei Empfänger zur Auswahl. Die unterscheiden sich im Wesentlichen darum, dieser Empfänger kann nicht direkt mit Servus verwendet werden. Der gibt nur ein S-Bus-Signal aus und deshalb muss da noch ein Konverter dran. Da gibt es zum Beispiel von Zollexpert den Nano, der in Kombination mit diesem kleinen Empfänger eine Vielzahl von Funktionen bietet. Kann man dann sogar für einen Bagger verwenden. Gut, einen Bagger möchte ich jetzt damit nicht unbedingt steuern, aber vielleicht ist das ja auch eine Idee, um zum Beispiel für die RadioMaster Boxer TX16, TX12 oder die Zorro zu verwenden. Anders sieht es bei dem kleinen Empfänger aus. Der kann S-Bus, aber er hat hier auch noch 8 Kanäle. Das heißt, ich kann hier auch direkt ein Servo anschließen oder ein Fahrtenregler und ein Lichtmodul. Und somit kann man auch diesen kleinen Empfänger einbauen. Und wenn man jetzt mal guckt, abgesehen von der Antenne, die kann man noch ein bisschen optimieren, passt das auch hier in das Fahrzeug rein, horizontal, vertikal und kann dafür verwendet werden. Welche Protokolle genau unterstützt werden, schaut mal auf die Webseite von EdgeTX, die ist unten verlinkt und dann verlinke ich euch ebenfalls noch die ausführliche Anleitung für die EdgeTX Software, die gibt es auch auf Deutsch. Ich muss allerdings dazu sagen, meine ersten Gehversuche über die Anleitung waren nicht ganz so erfolgreich. Ich habe da eher YouTube vorgezogen und habe da einfach mein Problem eingegeben. Denn in den seltensten Fällen steht man mit dem Problem, was man gerade vor sich hat, alleine da. Das Problem hatte garantiert schon mal jemand anders. Und da hat garantiert auch jemand ein Video dazu gemacht. Zum Lieferumfang jetzt noch was. Jetzt kommt der Sender. Dann hatte ich ja schon erwähnt, gibt es hier diese ansteckbaren Module, entweder der Analog-Joystick, die zwei Positionsschalter oder wenn man gar nichts von beiden möchte, kann man dort eine Blende draufpacken. Dann gibt es noch einen kleinen Empfänger, den brauche ich jetzt allerdings nicht. Auf der anderen Seite würde der sogar fast mit ein bisschen Optimierung in die Rentracks einbauen. Dann haben wir hier ein USB-C auf USB. Kabel zum einen zum Laden und auch für den Anschluss am Computer, um die Daten auszutauschen. Kleine Trageschlaufe brauche ich nicht. Und ein Batteriefach ist im Lieferumfang enthalten, allerdings ohne Akkus. Ich habe jetzt hier nochmal einen Vergleich. Das hier ist die Spektrum DX4. Schieb mal das hier mal hoch. Mit der habe ich bis jetzt gearbeitet. Wir sehen von der Größe her, das nimmt sich nicht viel. Bei einem Gewicht, das ist vielleicht noch für die einen oder anderen interessant, bin ich hier bei 630, 640 Gramm mit dem Akku, den ich da jetzt drin habe, mit dem 5000 mAh Akku. Und hier bin ich bei knapp unter 500 Gramm, 490 Gramm. Von der Größe her, wie gesagt, nimmt sich das nicht viel. Der wesentliche Vorteil wirklich zu dem Sender ist, wir haben ein DSMX-Protokoll, was unterstützt wird, haben bei DSMX bis zu 12 Kanäle durch die Software, durch die EdgeTX-Software, die wir unterstützen. Und hier haben wir maximal 4 Kanäle, sind auch nicht so frei konfigurierbar. Also wie gesagt, das ist für mich der Gamechanger. Und ich bin wirklich gespannt, was ihr davon haltet von dem Sender. Wenn ihr Fragen habt, wie immer, ab in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn noch Fragen sind, in die Kommentare. Bis demnächst. Ciao.